Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format. In was bisher geschah, schauen wir uns kurz und knapp alles an, was so in der letzten Woche oder in den letzten Wochen in WoW Classic passiert ist. Sobald es also Änderungen oder Hotfixes mit größeren Auswirkungen gegeben hat, halten wir euch hier auf dem Laufenden. Lasst uns doch direkt loslegen. Das größte Thema der letzten Wochen waren definitiv Bots. In sämtlichen Farben und Formen haben sie sich eingeschlichen und haben auf manchen Servern bereits ein Monopol über Farmgegenstände aufgebaut. Ihr habt mit Sicherheit schon von einigen 24/7 Black Lotus Farmern oder den unzähligen Magier-Druiden-Priester-Kombos in Stratum gehört. Überfliegende DM- und ZG-Bots, welche von Anti-Cheat-Software gar unentdeckt bleiben, möchte ich gar nicht erst anfangen. Die einen campen den ganzen Tag die verschiedenen Spawnpunkte des Lotus ab und die anderen laufen meist gescriptet immer und immer wieder durch Stratholm, unter anderem für die rechtschaffenden Kugeln. Dieses Verhalten sorgt nun entweder für ein sehr begrenztes Angebot und extrem hohe Preise, oder aber genau umgekehrt und der ganze Markt wird mit diesen Gegenständen geflutet und die Preise purzeln. Letzteres ist hier leider aber weniger der Fall. Was also tun, wenn die Server mit Bots überflutet sind? Als Spieler ist man hier sehr eingeschränkt, sofern man nicht über extreme Maßnahmen wie Aufhören nachdenkt. Zum Glück haben wir aber immerhin unser Entwicklerstudio, sollte man meinen. Blizzard hat recht lange einfach zugesehen und die Bots machen lassen. Vor circa 2 Wochen dann kam aber der erste Schritt Richtung Besserung. Über Nacht haben sie einen Hotfix aufgespielt, welcher sowohl die Spawnrate als auch die Spawnpunkte des Schwarzen Lotus erhöht hat. Sprich mehrere Orte und geringere Wartezeiten auf den Lotus. Ob das jetzt nicht nur den Bots in die Karten spielt, das bleibt abzuwarten. Nach dem ersten Schritt, die Open-World-Bots ein bisschen einzuschränken, hat sich Blizzard nun letzte Woche für einen, sagen wir mehr als umstrittenen Schritt entschieden. Fun Fact am Rande, das Ganze hatte seinen Ursprung in einem April-Scherz von Blizzard selbst aus 2006. Was Blizzard damals als Scherz gesehen haben, machen sie jetzt nun tatsächlich wahr. Pro Tag können nur noch 30 Instanzen pro Server und Account besucht werden. Das Ganze trifft jetzt leider nicht nur die Bots, sondern auch andere Spieler, welche das auf legalem Wege erreichen. Blizzard möchte unterbinden, dass durch übermäßig intensives Farmen Bots mehr und mehr Gegenstände und im Endeffekt dann auch mehr Gold erspielen bzw. erbotten. Allerdings hat Blizzard hier eben nicht an A-Booster gedacht, welche durch diesen Service ihr Gold verdienen und den ganzen Tag Charaktere niedrigerer Stufe durch Instanzen ziehen und B bestimmte Klassen wie Feral-Druiden, welche dem Meuteverprügler aus Gnomerigan oder andere Melees, welche Hand of Justice im BRD farmen gedacht. Im Normalfall und als Casual-Spieler sollte das zwar kein Problem darstellen, denn 30 Instanzen pro Tag bei 5 Instanzen pro Stunde sind immerhin noch 6 Stunden Spielzeit. Es gibt nun aber auch eben jene Farmer und Progress-Spieler, welche hier ohne Probleme an das Limit kommen können und vor allem werden. Aber mal ehrlich, wer von euch hat noch nicht mehr als 6 Stunden WoW an einem Tag gespielt? Vor einigen Tagen dann der Paukenschlag. Blizzard bannt 74.000 Accounts. Um sich das Ganze mal vorstellen zu können, auf einem durchschnittlichen Server sind ungefähr 7.000 bis 8.000 aktive Raider unterwegs. Es wurden also innerhalb von wenigen Stunden fast 10 ganze Server gebannt. Natürlich ist das alles eine grobe Rechnung und bitte nagelt mich da jetzt auf keinen Fall fest, aber das war auf jeden Fall ein Statement von Blizzard, um den Unmut der Spieler etwas zu mildern. Ob es hier nun wirklich nur Bots getroffen hat, ist natürlich unklar. Wir hatten ja bereits in der Vergangenheit das Problem mit unberechtigten Bans bei höheren Goldtransaktionen, was mich aber auch schon zu meinem nächsten Thema bringt. Hashtag No Changes. Das war seit Bekanntgabe von Classic das Bedürfnis der Spieler und Blizzard hat sich auch mehr oder weniger daran gehalten. Nun allerdings werden sie doch eine kleine Änderung vornehmen, welche es so in Vanilla definitiv nicht gegeben hat. Um sowohl das Spiel vor Bots als auch den Spieler-Account vor Hackerangriffen zu schützen, gewährt Blizzard jedem, welcher sein Spiel mit dem Authentificator schützt, 4 weitere Plätze in seinem Rucksack. Wie wir alle wissen, hatte der Rucksack damals und heute nur 16 Plätze. Um den Spieler so einen kleinen Anreiz zu geben, hat man sich hier für diesen Eingriff in die No-Change-Politik entschieden. Ehrlich gesagt finde ich das jetzt nicht so unbedingt dramatisch. 4 Plätze sind zwar im Endgame nur durch Glück oder Locks von mindestens 2 Taschen von Onyxia oder Tsugurup zu ergattern. Allerdings stellt die Account-Sicherheit und eben die vermeintliche Minderung der Bot-Anzahl einen höheren Nutzen für mich dar. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Neben der ganzen Bot-Geschichte gab es die Woche auch eine Änderung, welche das Spiel etwas ausgeglichener machen soll. Das Altaraktal wurde nun angepasst, um ein faireres Spielgefühl zu vermitteln. Somit könnt ihr nun nicht mehr den Wasserfall zur Basis der Frostwölfe hinaufklettern, ebenso wenig wie die Klippen zum Friedhof von Dunbaldar. Der Eisschwinge im Bunker kann nicht mehr umgangen werden und sowohl die Kriegsmeister der Horde als auch Vendor Stormpike können nicht mehr zu weit von ihren jeweiligen Standorten gezogen werden, um deren Wachen zu umgehen. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass das AV nun ausgeglichener wird? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare.
Das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat der kleine Rückblick gefallen und ihr seid nun wieder up to date, falls ihr es nicht schon vorher gewesen seid. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns doch in die Kommentare oder schaut montags und Mittwoch bei mir im Stream vorbei. Dort werden wir euch super gerne diese beantworten. Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und, ach, bevor ich's vergesse, immer genügend Mana-Tränke dabei haben, man weiß ja nie.